Das ist Tarek. Er kennt sich mit Autos aus und hat länger in einer Werkstatt gearbeitet. Nun sucht er einen neuen Job. Herr Neufeld sucht für seine Kfz-Werkstatt einen Mitarbeiter. Tarek ist sich sicher, dass er die Arbeit bei Herrn Neufeld gut kann. Er hat aber keine abgeschlossene Ausbildung. Wie kann Tarek beweisen, dass er der Fachmann ist, den Herr Neufeld sucht? Tarek geht zum Jobcenter. Frau Siebert, seine Beraterin, erzählt ihm von My Skills. Das ist ein Test, mit dem Tarek sein berufliches Können als Kfz-Mechatroniker zeigen kann. Das geht sogar in seiner Muttersprache. Am Computer beantwortet Tarek fachliche Fragen zu typischen Situationen in der Autowerkstatt. Das ist gar nicht so einfach, denn der MySkills-Test umfasst alle Bereiche des Kfz-Mechatronikers. Nicht alles, was ein Kfz-Mechatroniker in Deutschland können muss, hat Tarek schon gemacht. Nach 3 Stunden hat er es geschafft. Frau Siebert bespricht mit Tarek das Testergebnis. In 2 von 5 Handlungsfeldern des Kfz-Mechatronikers bringt Tarek eine Menge Können mit. Mit seinem Testergebnis geht Tarek zu Herrn Neufeld. Herr Neufeld freut sich, weil Tarek ziemlich viel davon mitbringt, was er von seinem neuen Mitarbeiter erwartet. Deshalb stellt er ihn ein. Ein bisschen fehlt aber noch, damit Tarek alle Aufgaben in der Werkstatt erledigen kann. Gemeinsam mit dem Jobcenter vereinbart Herr Neufeld, dass Tarek neben seinem Job eine Fortbildung macht, bis er alle Aufgaben eines Kfz-Mechatronikers übernehmen kann. Tarek ist froh, dass er wieder eine Arbeit hat und etwas Neues dazulernt. Herr Neufeld ist froh, dass er einen guten und motivierten Mitarbeiter gefunden hat. Mit MySkills können Sie Ihre beruflichen Kompetenzen sichtbar machen. Sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner im Jobcenter oder der Arbeitsagentur darüber, wie MySkills Sie weiterbringen kann. MySkills. Berufliche Kompetenzen erkennen.